Ich komme nach Hause, einmal ganz kurz, so ganz nebenbei meine Frau begrüßt und dann ab an den Computer. Ich schalte den Computer ein und freue mich darauf, dass er endlich hochfährt, aber nein, es kommt diese komische Fehlermeldung. Jetzt hatte ich natürlich zwei Möglichkeiten. Juhu, Computer wegschmeißen und einen neuen, leistungsstärkeres Teil kaufen. Oder das Problem eben schnell beheben. Ein kurzer Blick in mein Portemonnaie und ich wusste, es wird die zweite Möglichkeit sein. Wie geht man nun vor? Zuerst einmal Neustart und anschließend ins BIOS rein. In meinem Fall muss ich hier auf F2 drücken, also mehrmals die Taste gehämmert. So, und drin ist man. Ach, sieht das schön aus. So, und jetzt einmal in den erweiterten Modus wechseln. So, hier hat man jetzt ganz viele Einstellmöglichkeiten. Klickt einfach mal wild rum, mal gucken, was passiert. Nein, kleiner Scherz. Man geht in den Boot-Modus. Und dann sucht man mal schön gezielt nach der Option Secure Boot. Da draufklicken und dann hat man den Satz der Art des Betriebssystems. Gehen wir da drauf und stellen anderes Betriebssystem ein. Und das war's auch schon. Nur noch beenden, speichern und neu starten. So, jetzt noch ein bisschen geduldig warten. Der Rechner fährt wieder hoch. Dumm, die dumm, die dumm. Die dumm. Die dumm. Und Windows wird ja gestartet. Alles ist in Ordnung. Wird ganz normal hochgefahren. Dieses Problem soll öfters vor allem bei Windows 7 auftreten. Da Windows gelegentlich mal ein bisschen an den Einstellungen ändert. Aber das Problem ist ja ziemlich schnell gefixt. Ah, schön. Die sind wieder da.